R-E-W-I-N-S-I-D-E. Wir machen gerade Frühstück. Hallo, wir fahren jetzt zum Nordkap. Ich habe meinen Laptop fertig gemacht für diese unglaublich krasse, geile Aktion, die ich habe. Wie macht man den Laptop fertig dafür? Also, fick dich, du Hurensohn, fick dich, deine Mutter. Nice. Wir warten mal wieder auf Dena, der wieder zu spät ist. Wir haben uns ja auch verabredet. Alle waren natürlich da. Außer auch mal vloggen, oder? Jody ist ein bisschen zu spät. Nee, ich halte einfach auf dich, Alter, weißt du, weil heute sehe ich nämlich aus wie ein Eimer und Freddy macht einfach meine Sekunde. So. Jetzt hau ich mir einfach gegen den Kopf. Pass auf, 1, 2, 3, los. Guck mal, wie dumm ich bin. Jetzt hau ich mir richtig in den Schritt, weil ich ein richtiger Affe bin. Ich sehe wieder aus wie Pavlov Ruski mit meiner Mütze. Wir fahren jetzt rüber zum Nordkap. Wir sind viel zu spät. Ja. Also der Ort heißt. Wegen Felix mal wieder. Ja, Felix ist so. Wenn du so lange glaubst, Leute. Und wir fahren jetzt rüber. Natürlich haben wir auch den besten Fahrer für diesen Job ausgewählt, nämlich mich. Ja. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir eigentlich fürs Nordkap vorgenommen, dazu Let's Playen. Warte. SK. Bei diesen Wetterbedingungen dürfte das relativ schwierig sein. Aber wir sehen uns einfach gleich irgendwie auf der Fahrt wieder freudig. Jo Leute, wir sind gerade auf jeden Fall irgendwas, wie viele Meter unter Meer. Wir sind gerade am Nordkap-Tunnel. Das ist richtig krass, weil es ging gerade bestimmt 2-3 Minuten wirklich nur straight nach unten. Jetzt geht es gerade wieder hoch. Man sieht das hier. Wir sind wie gesagt komplett unter dem Meer. Fahren jetzt gerade quasi rüber auf das kleine Island, was dann letztendlich das Nordkap darstellt. Ich hoffe mal, wir kommen pünktlich an, weil wir müssen unseren Kauai erwischen, damit wir pünktlich da rüberkommen. Wenn nicht, müssen wir mit dem Bus fahren. Was auch nicht schlimm ist, aber wir schauen mal. Ist auf jeden Fall echt eine ziemlich krasse Erfahrung, mal so tief unter Meer zu sein, in einem Tunnel. So Freunde, ich bin wieder Pavlov Ruski mit meiner Mütze. Und wir sind jetzt hier in einer der nördlichsten Städte. Und da vorne werden einfach Fische getrocknet. Guck mal. Schaut mal. Nicht schlecht. Nicht schlecht auf jeden Fall. Wir waren eben schon da, wo der Konvoi losfährt. Und wir müssen noch ein klein bisschen warten. Wir gehen hier ganz kurz in das Café hier, was so schnuckelig aussieht. Holen uns hier vielleicht noch was zu trinken. Und gehen dann mit vereinten Kräften rüber zum Konvoi bzw. fahren. Der Easy wird das gleich übernehmen. Easy, bist du aufgeregt? Mega. Ja? Bin richtig nervös. Die Spannung ist real, oder? 3 Kilometer auf Schnee. Auf Schnee, Easy. Ja, ich heiße Easy, ich take es Easy, oder nicht? Ah, alles klar. Schaut mal hier, Leute. So viele leckere Waffeln. Und dann auch diese Waffel, die auch ganz, ganz köstlich aussieht. Yummy Freddy. Ich kann das nicht glauben. Das ist richtig Waffeln. Wir sind hier gerade, ganz, ganz kurz, wie Felix gerade schon sagte, wir sind hier ganz knapp vor dem Konvoi, vor der Abfahrt. Und er hat gerade gesagt, die nördlichste Oma der Welt hat uns gerade Waffeln serviert. Das ist so witzig, weil das ist ein ganz normales Wohnhaus hier. Das ist so witzig, weil es nötig ist. Du siehst gerade so hässlich aus. Gibt's auch Plätzchen. Gibst du mir mal einen Cookie? Mhm. Ein Plätzlord. Sehr gut. Wir sind gleich beim Konvoi wieder. Der Konvoi rollt. 6 Busse und 4 Autos Richtung Nordkap. Ja, nicht 3 Autos, Felix, 4. Ich bin's wieder, euer Ruslan Pavlov mit meiner Mütze und wir sind jetzt hier am Nordkap, meine Freunde. Ich habe mich gerade hier vorne schon hingelegt, direkt auf die Fresse gefallen und ja, was soll ich sagen, wir haben Kino-Tickets gekauft, ich habe meinen Laptop dabei, Freundin, ich habe mir noch was vor und zwar kann ich es jetzt einfach mal verraten. Ich habe vor, ein Let's Play am Nordkap aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ob mein Laptop nicht einfach ausgeht und dann kaputt ist. Ich werde mich gleich irgendwo auf die Bank setzen, diese Kamera mitnehmen und die Kamera wird mich dann filmen, während ich eine Jump'n'Run-Map bei extremen Minusgraden spielen werde. Ich bin auf jeden Fall dick eingepackt dafür, also alles sollte eigentlich klar gehen. Wir erkunden das Ganze erstmal und gleich geht es dann ans Let's Play. Ich freue mich irgendwie drauf. Ist auf jeden Fall echt interessant. Bin mal gespannt. Itzi, bist du beeindruckt von der Natur? Knipsi, wie gerade eine Kolumne. Es ist wirklich eine Wonne, meine Freunde. Bin mal gespannt, ob ich mich wirklich da vorne hinsetze und einfach fucking Castle Rush aufnehme und dann dabei rumschreie.
Wird auf jeden Fall ganz witzig. Da vorne ist der Nordpol. Und es ist echt. Also. Ja, was soll ich sagen? Also, abgesehen davon, dass es jetzt so der nördlichste Punkt Europas ist. Und diesem Tittenhaus. Ist es jetzt hier nicht so. Also. Ich meine, es ist ganz schön. Also, mal hier gewesen zu sein, nur. Letztendlich könnte es jetzt auch eine verschneite Küste in der Bretagne sein, Leute. So, Freunde, ich mache es jetzt wirklich. Ich gehe jetzt da irgendwo ganz hinten, wo irgendwo eine Sitzgelegenheit für mich ist. Weil jetzt nämlich auch überall Deutsche und die haben alle schon richtig blöd geguckt, weil wir mit unseren Kameras geredet haben. Da will ich mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und einfach anfange rumzuschreien. Deshalb gehe ich jetzt da vorne ganz weit weg. Das ist dann nicht mehr der ganz nördlichste Punkt Europas, aber ich denke mal, dass ihr damit leben könnt. Und dann mache ich ein Let's Play. Ich denke mal, wenn ich mich hier irgendwo hinsetze, sollte das ja ganz gut funktionieren. Ich versuche mich mal hier irgendwo zu postieren, Freunde, und wir sehen uns gleich wieder. Was? Willst du mich verarschen, Junge? So, Friends, das war's. Oh, hab mich voll gekotzt. Aua, das war mein Let's Play am Nordkap, das habt ihr noch nicht gesehen. Ah, bisschen hart hier. Ich hab's aufgenommen. Smasht auf jeden Fall jetzt schon mal den Like-Button in diesem Vlog. Wenn ihr wollt, dass das Ding zeitnah online kommt. Das ist ziemlich unterhaltsam geworden, bis dann zwei deutsche ältere Damen gefragt haben, ob ich gerade sterbe, weil ich so rumgeschrien habe. Ist es dann doch relativ gut geworden, meiner Meinung nach. Ich werde es auf jeden Fall direkt fertig schneiden. Lasst auf jeden Fall mal gerne einen Daumen hoch da. Wir gehen jetzt rüber in das Kino und schauen uns da Hentai-Filme an, oder? Hentai im Nordkap. Okay, Freddy, für den Titel. Ja. Ey, Bruder, ich bin schwul, ne? Und das im Nordkap. Schwul also, sein? Ich habe nichts gegen schwul. Aber wenn mein eigener Sohn am Nordkap schwul ist. Oh nein. Vater, warum? Was viele Leute nicht wissen, wir befinden uns gerade im nördlichsten Club von ganz Europa. Das hier ist der Channel McBoyne Club. Und hier geht's richtig ab, Alter. Hier sind nämlich richtige Hardcore-Fienden, Leute. Ich zeige euch mal ganz kurz denjenigen, der den Club damals gegründet hat. Das ist nämlich fucking Elvis Presley gewesen, ja. Man sieht hier Elvis in den Koteletten. Also Leute, wir sind gerade hier im offiziellen Nordkap Merchandise Store. Easy, wie gefällt dir bis jetzt die neue Kollektion? Nordkap. Alter, gespielt? Den Nordkap heute, 3-4 glaube ich, gegen Aserbaidschan. Der Film, den wir geguckt haben, war ja auch relativ nett. Aber ich weiß, also keine Ahnung, ich könnte mir jetzt hier so ein Fondeladen könnte ich mir jetzt noch mitnehmen. Aber was will ich damit? Wir müssen jetzt los, der Konvoi fährt weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens im Hotel oder nochmal auf der Strecke wieder. So, Freunde, wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg von Nordkap. Felix hat gerade noch ein paar Leute gefunden, die sich gerne mit ihm unterhalten. Wir wurden gerade tatsächlich erkannt, mitten im Nirgendwo. Das war mal gut. Hä? Warum lachst du? Weil ich so unglaublich doof aussehe mit diesem Ding auf dem Kopf. Als ob du mit deiner Frisur besser aussiehst. Die Fresse! Sie hat mir gerade beim Essen erzählt, dass es einen Affen gibt, der eine Kröte pickt. Diese Sache werde ich auf jeden Fall später nachgehen. Wir essen gerade, was hast du da Leckeres? Nudeln, Tagliatelle hatte ich. Du bist ein bisschen spät dran. Ich habe hier Stockfisch gegessen, beziehungsweise wollte unbedingt mal probieren. Schmeckt wie ein Haufen Scheiße. Also ehrlich, das schmeckt wie Gummireifen, Alter. Ich bin nicht zufrieden, werde aber trotzdem davon noch ein bisschen was essen. Felix, wie ist es bei dir? Freddy? Alles klar. Bei mir schmeckt. Hast du vergessen? Ah, okay, super. Es schmeckt genauso wie im Flugzeug. Aber im leckeren Flugzeug? Ja, wie gutes Flugzeugessen. Wo man so denkt, oh, für ein Flugzeug ist nicht schlecht. Aber jetzt, wo wir die ganzen finnischen Restaurants. Ja, das ist unser bestes Gewürz, ne? Finnland war echt der Wahnsinn. Jeden Tag war es einfach richtig gut. Und das ist jetzt Durchschnitt halt. Das ist ganz gut. Aber nichts Besonderes. Das auf jeden Fall zum heutigen Abendessen. Isi, möchtest du die abschließenden Worte für meinen Vlog? Das war's für das heutige Video. Schade, ich dachte, das wäre so ein Face-Swap von Snapchat jetzt wieder. So. Könnte man darauf auch so. Check mich auf Snapchat aus, www. Ja, und i2xze. Das Madonna Lover 4. Alles klar, Leute, das war's. Ich bin Redenzeit, wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, lasst 1 Million Daumen hoch da.